Hallo Fangs und willkommen zum zweiten Tag vom Herbst. Ich vermisse den Sommer schon. Linda und Joko sind sehr talentiert. Sie haben einige unserer Schränke angefertigt. Wie lange es wohl gedauert hat, bis sie gute Tischler geworden sind? Wir haben keine Hausaufgaben, wir haben nur eine Wochenendleseaufgabe. Wer ist ein guter Junge, Taco? Goldring, uralter Kompass, Goldohrring, Goldohrring. Wenn du ins Labor.
Verbesserung der Erzeugnisqualität. Pflanzenaufwertung Stufe 1 erhöht die Chance auf Früchten von besserer Qualität. Schmiermotte. Vor kurzem habe ich herabfallende Blätter gemalt. Sie sind ganz gut gelungen, aber zufrieden bin ich nicht. Cool. Lustig, dass ich dich hier zufällig treffe. Hi Millie, schön dich hier zu sehen. Hey, was machst du da? Du hast mich erwischt. Egal, ich probiere etwas aus. Die Legenden besagen, dass die Göttin erscheint und einem mehr Liebe gewährt, wenn dein Herz voller Liebe ist und Blumen als Opfergabe am See dargebracht werden. Ich will es mit eigenen Augen sehen und einen Artikel darüber schreiben. Er könnte irgendwo veröffentlicht werden, wenn... Man weiß ja nie. Ich habe es mit nur einer Blume probiert. Das war alles, was ich hatte, muss ich gestehen. Aber es ist keine Göttin aufgetaucht, keine Spur von ihr. Aber keine Göttin erscheint, nicht einmal ein Zeichen von ihr. Nichts. Oh, sollten wir es auf der anderen Seite des Sees versuchen? Probieren wir es aus. Vielleicht funktioniert das. Noch immer nichts. Nun ja, ich glaube, ich probiere es ein andermal wieder. Mit mehr Blumen. Vielleicht werfe ich nächstes Mal 2 oder 3 davon in den See. Das sollte doch reichen. Was meinst du? Du schlägst Millie vor, noch ein wenig zu warten. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht erscheint die Göttin nicht, weil mein Herz noch nicht mit Liebe gefüllt ist. Das ist kryptisch. Was denkst du, was das bedeutet, ein Herz voller Liebe zu haben? I don't know. Wombi, wunderschöner Tag am See, was? Oh, tut mir leid. Mama, das ist Wombi. Ihr zwei habt euch doch sicher schon kennengelernt, oder? Wombi ist der neue Farmer auf diesem Grundstück. Wie geht es dir, meine Liebe? Mama und ich dehnen uns ein bisschen. Ich habe heute etwas Freizeit. Also, was soll's? Ich dachte mir, ich bringe sie hierher. Das Stretching fühlt sich gut an, das stimmt, aber alleine macht es keinen Spaß. Zum Glück macht es Noah nichts aus, mir Gesellschaft zu leisten. Ich wünschte, ich könnte länger bleiben. Ich muss nach diesem Arbeitskram ein paar Dinge erledigen. Ich schätze mal noch 30 Minuten, dann gehen wir nach Hause. In Ordnung, Mama? Wombi, leistest du uns doch Gesellschaft? Ja, da haben wir es doch. Und da hat ein Käfer. Eiger bereit.
blauer Schwalbenschwanz. Hast du einen dieser Kalender zu Hause von mir, so kannst du ganz einfach im Auge behalten, wer wann Geburtstag hat. Ja, Emma macht wirklich gute Fischtacos. Manchmal kommt sie in unsere Kasse und gibt uns einfach umsonst. Mit Alice kann man nicht interagieren. Ich liefere unsere Produkte gerne persönlich an das Gasthaus und die Taverne. So habe ich einen Grund, in die Stadt zu kommen. Zur Verarbeitung von Getreide, Silo. Holzstein und Bronze waren. Thank you.
kreative Idee. Herbst. Kürbis und Kürbis und Kürbis. Wie tut der Kopf weh, es ist das Licht. Beschädigtes Buch. Neue Entdeckung. Ein beschädigtes Buch bringt es in die Bibliothek, um mehr über seinen Inhalt zu erfahren. Es könnte nützliche Informationen enthalten. Was? Ein Buch am Strand. Thank you.
Was für ein schöner Tag. Vielleicht backe ich später ein paar Mondkuchen, die ich abends mit einer Tasse Tee genieße. Lotus. Hier drinnen rufen. Ins Bett.